Einen wunderschönen Abend rundum. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für das Interesse an diesem, würde ich mal sagen, sehr aktuellen Thema. Mein Name ist Lukas Sustula, ich bin der Direktor des NEOS Lab, die Parteiakademie und der Think Tank von und für NEOS. Und wir beschäftigen uns heute mit einer Veranstaltung zusammen mit dem NEOS Parlamentsclub zur Frage von Energie, Gaspreisen, Energieunabhängigkeit, Energiesicherheit. Und wir haben ja gelernt, Energie ist ja vielleicht nicht alles, aber ohne Energie ist alles sehr viel teurer. Das ist die Erkenntnis, die uns die letzten 15 Monate zumindest gezeigt haben. Und seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine denken wir alle deutlich stärker über Energie, auch strategisch und auch in Bezug auf Sicherheit nach, als wir das davor getan haben. Und umso mehr darf ich mich auch bedanken bei allen Diskutantinnen und Diskutanten heute, dass ihr die Zeit genommen habt, um dieses aktuelle Thema mit uns zu diskutieren. Österreich ist ja in einer besonderen Lage, was Energie und Gas betrifft. Österreich ist das letzte westliche Land Europas, das überwiegend auf russische Gasimporte angewiesen ist. Dieser Tage kommen neue Zahlen von der E-Control, die wieder monatlich nach oben oder nach unten schwanken werden. Aber wir gehen heute ein bisschen struktureller der Frage nach, wie kommen wir denn weg von der Gazprom? Und den Anlass oder den Zeitpunkt haben wir heute durchaus aktiv gewählt. Am kommenden Montag, dem 5. Juni, jährt sich die Unterzeichnung der Verlängerung der Gasverträge bis 2040 zum fünften Mal. Also vor 5 Jahren wurde dieser Vertrag, lange bevor er eigentlich offiziell ausgelaufen wäre, bis 2040 verlängert. Die Energielage darf ich heute mit einigen spannenden Experten diskutieren. Ich möchte sie nach der Reihe vorstellen. In der Mitte darf ich begrüßen Gerhard Reuss, einer der wohl bekanntesten Energieexperten in Österreich. Er war CEO der OMV von 2011 bis 2015, Vorstandsvorsitzender im deutschen Diktum natürlich. Sein Nachfolger lenkte dann den teilstaatlichen Konzern deutlich stärker nach Russland und der Reuss war viel stärker auch der Fokus auf einer neuen Diversifikation in Richtung Norwegen, die Strategie. Und er tritt auch heute als einerseits Kritiker des Strategiewechsels auf und berät andererseits auch dabei, aus der Abhängigkeit herauszukommen. Herr Reuss, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke. Zu Ihrer Rechten darf ich Velina Chakarova begrüßen. Sie ist geopolitische Analystin und Gründerin von FACE, for a Conscious Experience. Sie war bis Anfang 2023 die Direktorin des Austrian Institute für Europa und Sicherheitspolitik, AIES, ist eine geopolitische Expertin, die sich sehr stark auch mit der Frage beschäftigt, was diese Zeitenwende auch geostrategisch, geoökonomisch für Auswirkungen hat. Und eines kann ich auch vorneweg sagen, sie wird auch sehr bald mit dem Lab und für das Lab auch eine kleine Publikation zu dem Thema haben. Velina, vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Alfons Haber darf ich auch begrüßen. Er bringt gleich mehrere Expertisen heute ein. Er kennt die Praxis. Er hat bei der KELAG in der Lehre angefangen, war in der OMV auch tätig im Bereich der OMV Austria Exploration. Er war Professor für Netz- und Systemintegration an der Hochschule Landshut sowie an der TU München tätig und er ist nun Vorstandsmitglied der Strom- und Gasregulierungsbehörde E-Control, die wir alle derzeit vor allem dadurch kennen, dass sie erklären muss, warum die Gaspreise vielleicht für die Endkunden gerade nicht so stark sinken, wie sie am Großmarkt sinken. Er ist zuständig als Vorstandsmitglied für Infrastruktur, Strom, Gas und das sehr kleine Thema Versorgungssicherheit. Herr Professor Haber, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. Und neben mir darf ich meine Partnerin in Crime für heute in gewisser Weise begrüßen, Karin Doppelbauer. Sie ist die Energiesprecherin von NEOS im Nationalrat, Abgeordnete und Managerin beim Computerhersteller Dell. Karin, auch danke, dass du heute da bist. Ich möchte mit unserer super simplen Frage beginnen, die wir als Einladung heute gestellt haben. Wie kommen wir weg von der Gazprom? Und ich möchte da meinen Blick zunächst an Sie richten, Herr Reuss. Wenn Sie so sich ansehen, was die Energiepolitik in Österreich, was die OMV in den letzten Monaten gemacht und getan hat,
Wie beurteilen Sie das? Kommen wir da gerade weg von der Gazprom? Beziehungsweise was müssten wir tun, um uns unabhängiger zu machen von russischem Gas? Ich glaube, das sind zwei Fragen. Das eine ist, wie komme ich rechtlich aus den Verträgen heraus? Aber ich glaube, das brauchen wir hier nicht diskutieren. Das ist eine Frage, die stellt sich für viele europäische Unternehmen, die ähnliche Verträge haben, nicht in der Dramatik wie die OMV. Aber das ist ein europäisches Thema und da können wir auch Glück haben, auf das gehe ich später ein. Wenn es darum geht, schaffen wir es, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Wir hatten vor dem Krieg 80% Importabhängigkeit russisches Gas. Wir haben jetzt im März 79 gehabt oder 78, Sie wissen es genauer. Europa hatte damals 45% Gasbezug aus Russland, das ist heute 7%. Also Europa hat das gemanagt, unabhängig zu werden. Nicht gemanagt haben das Österreich, die Slowakei und Ungarn. Ungarn kann man nachvollziehen, Slowakei bedingt. Ungarn ist nicht demmaßen abhängig wie Österreich, denn Ungarn hat auch Zugang über eine Pipeline über Serbien bis Ungarn, wo sie russisches Gas aus dem Südosten beziehen können. Wir hingegen sind abhängig, unser Gas kommt aus der letzten funktionierenden Pipeline, nämlich der Pipeline über die Ukraine. Da gebe ich Ihnen dann noch Informationen und da ist die Frage, da fließt Gas, uns geht's gut. Wir haben Sonne im Gasland Österreich. Wir haben genügend Gas. Der Verbrauch ist um 9% zurückgegangen. Der Winter war mild. Die Lager sind voll. Also uns geht's gut. Aber das gibt uns Zeit zu handeln. Ich habe gestern zu dem Abhängigkeit, das könnte man meinen, das russische Gas fließt ja weiter. Ich habe gestern ein Gespräch mit dem stellvertretenden ukrainischen Energieminister geführt und der hat sehr klar vor Publikum gesagt, wo ich ihn gefragt habe, wird dieser Vertrag, den es gibt, Durchleitung russisches Gas über Ukraine, aber keiner Österreich, der läuft 2024 aus, wird dieser verlängert? Die Antwort war klar, never. This bloody contract. Wir finanzieren ja mit diesem Endeffekt den Krieg. Und das kann man nicht verlangen. Und er sagt aber, andererseits sind sie bereit, den Vertrag zu erfüllen, auch wenn es ihnen schwerfällt. Such a bloody contract. Mhm. Wenn ich mich frage, wie geht Österreich damit um, würde ich sagen, Ignoranz. Bekannt ist es, gelesen habe ich es noch nirgends. Vielleicht lese ich zu wenig Zeitung. Aber vielleicht schreibt es jemand, der heute hier aber, ist. Bitte? Vielleicht schreibt es auch jemand, der heute hier ist. Nicht. Und das heißt, die Frage stellt sich 2024, Ende 2024. Die Italiener haben, anders als Österreich, Österreich hat gesagt, wir steigen 27 aus, die Italiener haben gesagt, 24 steigen wir aus, sehr clever. Und wenn ich weiß, dass ich 24 aussteigen muss, dann muss ich mir fragen, was muss ich heute tun? Heute habe ich anderthalb Jahr Zeit. Und ich bin der Meinung, unsere Regierung ist extrem gut im Eventmanagement. Da reisen sie gemeinsam nach Abu Dhabi und kommen zurück, publikumswirksam mit einem Cargo, einem Schiff LNG. Ich sage Ihnen, das Schiff ist bis heute nicht hier. Wir leben trotzdem ganz gut. Aber wenn es darum geht, um Krisenmanagement zu betreiben, um zu gewährleisten, dass wir ausreichend nicht russisches Gas in Österreich haben, was machbar ist, das ist machbar. Da passiert keine Kooperation, da besteht weder Risk noch Krisenmanagement. Das ist die Kritik, machbar ist es, ich glaube, wir gehen da noch darauf ein. Ja. Wir haben konkrete Vorschläge gemacht, Walter Bolz und ich, auf Aufforderung von Frau Minister Gewessler, die liegen am Tisch. Wir haben sie auch anderen Ministerien geschandt, aber wir haben gerade den Eingang bestätigt, kriegt mehr noch nicht. Ja. Okay. Dann sage ich vielen Dank für diesen ersten Ausblick auf die Frage, wie kommen wir weg von der Gazprom. Ich stelle die Frage auch an Sie, Herr Haber, mit dem Blick auch von der Regulierungsseite und auch dem Thema Versorgungssicherheit. Wie kommen wir weg und wie schnell müssen wir auch wegkommen? Wie schon angesprochen, ist es natürlich wichtig, mehrere Aspekte zu betrachten. Und es gibt zwei physikalisch gebundene Aspekte. Ist der eine der Markt und der andere sind die Leitungen.
Das heißt, ich muss einen Zugang haben also zu den Märkten, um hier also auch Gaslieferverträge zu haben. Das ist ein wesentlicher Punkt, das wurde schon gemacht, wird teilweise gemacht, unter dem Stichwort das jetzt Gasdiversifizierung. Und das Zweite, das Gas muss sich physisch nach Österreich bringen. Das heißt also, neben den Importen ist es hier, also die Lieferwege sind hier ein wesentlicher Punkt. Und das sind schon zwei wesentliche Punkte. Zusätzlich gibt es aber auf europäischer Ebene noch also die Bestrebungen, gemeinsame Beschaffung zu machen. Es gab hier jetzt also auch das Verfahren jetzt also für die Buchungen und so weiter, für die Interessenserklärungen. Das Angebot war größer also wie die Nachfrage und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, das sind einmal drei wesentliche Punkte. Als vierten Punkt ist es eben wichtig, also, dass man den Verbrauch reduziert. Und als fünften Punkt also ist es auch wichtig, dass wir generell auf andere Energieträger umsteigen können und aber auch mit diesem Zusammenhang auch die erneuerbare Energie ausbauen. Das heißt, also diese fünf Punkte sind eben wesentliche Aspekte, die man auch in den nächsten paar Jahren schaffen kann. Also wirklich also jetzt also Zugang zu anderen Märkten zu haben, also die Diversifizierung und dann auch also die Leitungen zu buchen. Ich habe unterschiedliche Länder, auf die ich also zugreifen muss, aber im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern haben wir zum Beispiel auch keinen direkten Zugang also zum Meer. Unsere LNG-Verträge sind natürlich auch immer abhängig von den direkten also Leitungsverträgen durch Länder und das sind wesentliche Voraussetzungen. Da gibt es einige Überlegungen, aber auch konkrete Schritte dazu, aber auch auf politischer Ebene, zum Beispiel Unterstützung von Gasdiversifizierungsverträgen, die Kostenbelastung. Es gibt da schon ein paar Maßnahmen. Es wird sicherlich ein paar Jahre dauern und das ist ein wesentlicher Punkt. Wir müssen schauen, dass wir so rasch wie möglich jetzt die weiteren Schritte setzen. Aber das heißt, Sie würden trotzdem, also da klingt trotzdem durch, dass die Kritik, die zum Beispiel jetzt die EU-Kommission geäußert hat, in einem Bericht des europäischen Semesters, da ist dann sehr offen davon die Rede, dass Österreich eigentlich keinen kurzfristigen Ausstiegsplan bis dato skizziert hat, dass das nach wie vor stimmt, weil Sie haben jetzt auch von mehreren Jahren gesprochen, eigentlich über die sozusagen die aktuellen Maßnahmen sich strecken werden. Es ist schon auch die Infrastruktur sehr zu berücksichtigen. Die Netze rein zur Versorgung jetzt nach Österreich sind nicht so ausgelegt, wie sie zur Versorgung vor Jahren waren von Österreich nach Europa. Wir dürfen eines nicht vergessen, bis vor einigen Jahren, also bis Nord Stream 1 in Betrieb gegangen ist, war Österreich ein zentraler Hub, um hier also auch also Europa zu verteilen. Es wurden in den letzten Jahren auch die Leitungen umgebaut, dass sie in eine andere Richtung betrieben werden können. Und es gibt aber dann aber auch also Leitungseinschränkungen, Kapazitätseinschränkungen, um hier also auch also in die umgekehrte Richtung Gas zu transitieren. Von Italien her wird sehr viel gemacht. Die Infrastruktur in Deutschland sollte eben ausgebaut werden. Und es gibt aber auch noch also jetzt die Zugänge zu den LNG-Terminals, aber auch zu den norwegischen Märkten, um hier mal so das zu bringen. Was von der EU-Kommission sehr wohl also auch positiv also genannt wurde, sind zum Beispiel diese strategischen Reserven, die wirklich einen essentiellen also Anteil also am Verbrauch in Österreich ausmachen. Ich glaube, auf diese technischen Thematiken müssen wir dann auch noch eingehen, weil die ja auch in der Debatte sehr oft dann genannt werden. Ich würde jetzt kurz in dieser Einstiegsrunde trotzdem auch noch einerseits die geopolitische und dann die politische Perspektive noch einbringen. Velina, zunächst auch an dich die Frage, wie wichtig würdest du es denn einschätzen aus der geoökonomischen Sicht, dass wir wegkommen von der Gazprom? Aus geoökonomischer, natürlich auch aus geopolitischer Perspektive ist es enorm wichtig, eigentlich so schnell wie möglich zu diversifizieren. Ich sage jetzt nicht, also kurzfristig, ich bin realistisch, ist es nicht möglich. Das habe ich auch vor einem Jahr genau nach Kriegsbeginn öffentlich gesagt. Und genauso ist der Fall jetzt ein Jahr später. Kurzfristig wird nicht wirklich möglich sein. Aber das sollte uns nicht daran hindern, mit den ganzen Diversifizierungsmaßnahmen eigentlich beschäftigt zu sein und vor allem dieses möglichst voranzutreiben. Ja, natürlich haben wir so eine einzigartige Lage hier in Österreich. Also die Beispiele Slowakei und Ungarn wurden benannt, auch die Beispiele mit den fehlenden Interkonnektoren. Aber wir haben auch genug Beispiele aus der Realität schon gesehen, dass das eigentlich ganz gut funktionieren kann. Also das Beispiel Bulgarien-Griechenland mit dem Interkonnektor, wo Bulgarien jetzt auch an Flüssiggas rankommen kann. Österreich, und das weiß fast niemand,
sogar auch, glaube ich, in der Bundesregierung, ist Mitglied der Dreimeeresinitiative. Und diese Dreimeeresinitiative besteht ausschließlich aus Mitgliedstaaten. Und diese Mitgliedstaaten haben sich unter anderem mit dem Thema Energie beschäftigt, und zwar schon lange vor Kriegsbeginn, und vor allem Diversifizierungsmöglichkeiten. Und da gab es viel zu wenig bis gar keine Anreize aus österreichischer Perspektive, was daran zu setzen und was eigentlich daraus zu machen. Das heißt, die Möglichkeit mit Insel Krk in Kroatien da einen Interconnector zu bauen, ist gegeben. Die Möglichkeit, alternative Gasquellen zu suchen, wie beispielsweise im Schwarzmeerraum, ist gegeben. Wir müssen natürlich auch der Gesellschaft klar kommunizieren, kurzfristig brauchen wir Gas. Wir haben im Energiemix deutlich weniger Optionen als andere Mitgliedstaaten. Ja. Wir verlassen uns nicht auf Atomkraft. Wir setzen selbstverständlich auf Erneuerbare und sind durchschnittlich eigentlich relativ gut positioniert, aber wir brauchen nach wie vor in diesem Energiemix Gas, und das heißt, wenn wir dann immer weniger aus Russland beziehen müssen, müssen wir natürlich diese Gleichung mit anderen Energiequellen begleichen. Und hier gibt es die Möglichkeit aus Aserbaidschan. Also Aserbaidschan wird eigentlich die Gasmengen verdoppeln in den nächsten Jahren. Und da muss man wieder der Gesellschaft klar kommunizieren. Es gibt geoökonomische und geopolitische Entscheidungen, die wichtig sind für unsere Energie, aber auch eigentlich für die Industrie und für die Unternehmen in Österreich. Und da geht es nicht um Kompromisse, wie beispielsweise was die innenpolitische Lage in einem oder anderen Land ist, weil auch die anderen Möglichkeiten, wo zum Beispiel Flüssiggas zu beziehen ist, sind, also die Alternativen, die sind, also die blenden nicht mit einer, sagen wir mal, innerpolitischen Dynamik, die unseren Demokratievorstellungen entspricht. Und hier kann ich auch ein bisschen vielleicht erklären, was da eigentlich passiert ist. Es fällt nicht an Anreizen und eigentlich an Versuchen seitens der Bundesregierung, was im letzten Jahr passiert ist, wenn es zum Beispiel um genau diese alternative Gasquellen beziehungsweise um die alternative Gasversorgung geht, sondern es geht um die Realität. Und die Realität ist die, die meisten Verträge sind Langzeitverträge. Das ist das Beispiel zum Beispiel mit Flüssiggas. Wir haben natürlich mittlerweile globalisierte Märkte, und plötzlich haben wir neue Kunden, das sind die europäischen Kunden. Jeder versucht einzeln zu agieren, das ist dann im ersten Jahr passiert. Jetzt haben wir Gott sei Dank auch schon eine neue Initiative seitens der Europäischen Union, und hier können sich europäische Unternehmen eigentlich schon anmelden. Mich würde persönlich interessieren, wie viele europäische, also österreichische Unternehmen sich bei der ersten Initiative seitens der Europäischen Union angemeldet haben, um gebündelt das anzukaufen. Anscheinend geht es um 11,5 BCM. Das ist eigentlich mehr als den Gesamtverbrauch Österreichs für ein ganzes Jahr, wenn ich mich nicht irre. BCM, muss ich vielleicht noch kurz übersetzen, Milliarden Kilometer. Milliarden Kubik. Eine der vielen Einheiten, in der wir Gas messen. Terawattstunden, Milliarden Kubikmeter, alles unterschiedliche Maßeinheiten. Genau, und letzter Satz natürlich, es macht schon einen Unterschied aus, natürlich, wenn man dann individuell nach Katar zum Beispiel fliegt und versucht, einen Vertrag für sich, für das eigene Land auszuverhandeln. Und wenn man zum Beispiel kollektiv, das heißt die Europäische Union vertritt eine Gruppe von europäischen Unternehmen, einschließlich österreichischen Unternehmen, und versucht dann kollektiv dieses Flüssiggas zum Beispiel in Katar oder woanders einzukaufen. Dort sollten wir unbedingt setzen. Das heißt, wir haben die Dreimeeresinitiative, 12 EU-Länder. Da gibt es die Möglichkeit mit dem Schwarzmeerraum. Da haben wir die Initiative mit Aserbaidschan. Aserbaidschan ist Teil dieser europäischen politischen Gemeinschaft. Und da haben wir die Möglichkeit, auch Gebündelgas einzukaufen. Und insgesamt würde ich dann so schließen, dass ich sage, ja, natürlich, jetzt kurzfristig ist die Lage hoffnungslos, aber nicht ernst, geopolitisch nicht ernst. Danke. Karin, wir haben innenpolitisch eine etwas andere Situation als in anderen Ländern, was die Energiepolitik und Energieversorgung betrifft. Eine Reihe von Ländern sind eigentlich sehr früh entweder von
von Russland direkt nicht mehr beliefert worden. Ich denke so an Frankreich zum Beispiel. Es gab dann diese Sabotage von Nord Stream 1, wodurch Deutschland sich ganz anders aufgestellt hat, gasversorgungstechnisch. Und in Österreich gibt es sowas, was man wahrscheinlich als das klassische Durchwursteln bezeichnen kann, nämlich die Situation, dass wenn die Gazprom liefert, nimmt man das Gas und man kommuniziert, naja, wenn sie nicht liefern sollte, dann hätten wir eh Alternativen. Wie siehst du diese Frage, die wir für heute gestellt haben, wie kommen wir weg von der Gazprom? Stellt sich die Bundesregierung überhaupt? Also ich kann viel unterstreichen von dem, was meine Vorrednerinnen auch gesagt haben, aber das eine, was ich tatsächlich nicht sehe, dass es hier eine dynamische Bundesregierung geben würde, die sich um die Lösung des Problems ernsthaft annimmt. Was wir sehen, ist tatsächlich seit 1,5 Jahren, nämlich seit letzten Februar, seit der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine gestartet ist, dass es ein von einem Kopf in den Sand stecken, wird schon alles gut gehen, Krieg ist eh gleich wieder vorbei, dann tun wir wieder alle so weiter wie vorher, bis hin zu, wir schießen uns die heiße Kartoffel zu, und da meine ich jetzt die Frau Bundesministerin Gewessler mit dem Herrn Bundesfinanzminister Brunner, die hier sozusagen beide sagen, aber es müsste doch der eine oder der andere. Tatsächlich, was nicht gelungen ist aus meiner Sicht, oder nicht nur aus meiner Sicht, auch die Kommission hat es letzte Woche bestätigt, dass wir einen Plan B aufgestellt hätten. 1,5 Jahre später sind wir tatsächlich in der dramatischen Situation in Österreich, dass es keinen Plan B gibt, wenn morgen kein Gas mehr aus Russland nach Österreich fließt. Und was ich jetzt zum ersten Mal heute gehört habe, ist, was der Herr Dr. Reuss gerade gesagt hat, dass ab nächsten Jahr, also mit Ende nächsten Jahres, kein Gas mehr fließen wird. Das heißt, tatsächlich haben wir jetzt noch 1,5 Jahre Zeit, um diesen Plan B zu bauen. Und aus meiner Sicht, und ich arbeite seit 20 Jahren in der Wirtschaft, da versteht man nicht, warum man vorher nicht schon den Gasbedarf diversifiziert hat. Don't put all your eggs in one basket, ist etwas, was jeder Konzern, jedes Unternehmen normalerweise sozusagen als ein bisschen als Strategie auch hat. In Österreich war das offenbar anders. Und jetzt hat man schon diese 80% Abhängigkeit von russischem Gas, die tatsächlich jetzt 79% im letzten Monat, wenn ich der E-Control die Zahlen glauben darf. Und immer noch ist einfach gar nichts passiert. Und das ist tatsächlich im Zuschauen als Oppositionspartei zermürbend, unverantwortlich auch deswegen, weil das auch schon mehrmals gekommen ist, Gas ist die Grundlage von ganz, ganz vielen Produktionsbetrieben in Österreich. Das heißt, wir haben eine ganz große ökonomische Abhängigkeit. Wir wissen genau, wie wichtig es ist, dass die Industrie, die Wirtschaft, diese guten Arbeitsplätze, die wir in Österreich haben, auch bleiben. Und tatsächlich gibt es ökonomisch offenbar zu wenig Gründe für den Herrn Finanzminister, für die ÖVP, hier ins Tun zu kommen. Und die Frau Gewessler von der grünen Seite bemüht sich sehr. Ich glaube, ich hatte am Anfang tatsächlich den Ernst der Lage nicht verstanden. Auch das sage ich in dieser Deutlichkeit, versucht aber jetzt zumindest hier die ersten Schritte zu setzen, läuft aber offenbar ins Leere. Das heißt, ja, es gäbe ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe hier nicht einmal ein Zehntel von den Anträgen mit, die wir seit letzten Jänner gestellt haben. Wir haben bereits im Jänner einen Diversifikationsplan vor dem Krieg tatsächlich einen Diversifikationsplan von der Bundesregierung gefordert. Es gibt die Möglichkeiten. Viele davon sind schon genannt worden heute. Man kann natürlich, also dieser gemeinsame Einkauf durch Europa, um wirklich wegzukommen von diesem russischen Gas, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wo natürlich Österreich ganz vorne stehen sollte und müsste. Auch wir wissen nicht, wie viel hier tatsächlich schon unternommen worden ist, sei in diesem Zusammenhang gesagt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, aus Norwegen Gas nach Österreich zu bekommen. Dazu müsste man aber Pipeline-Kapazitäten buchen, dazu müsste man Speicherkapazitäten buchen, dazu müsste irgendjemand politisch jetzt auch Geld in die Hand nehmen, weil ein privates Unternehmen wird das nicht machen. Auch da haben wir sehr, sehr viele Vorschläge geliefert, wie solche Konstrukte ausschauen könnten. Bis jetzt leider auch ungehört. Und der letzte Schritt, auch das ist schon gekommen. Wir reden von Versorgungssicherheit auf der einen Seite, wir reden aber auch von Unabhängigkeit auf der anderen Seite. Das heißt, der Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich, der leider auch stockt, seit nicht nur 1,5 Jahren, leider auch tatsächlich
obwohl die Grünen in der Bundesregierung sind. Auch hier gibt es ganz, ganz viele Dinge zu tun. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel morgen in der Früh wieder einen zusätzlichen Ausschuss und eine zusätzliche Sondersitzung im Parlament, weil es die Bundesregierung nicht einmal schafft, ein Energieeffizienzgesetz. Das ist ganz, ganz klein, ja, im Vergleich zu dieser großen Frage, die wir beantworten müssen. Nicht mal das wird geschafft und da muss auch hin und her diskutiert werden. Also tatsächlich ist meiner Meinung nach das Bild, das die Politik im Augenblick liefert, den Menschen, den Bürgerinnen gegenüber, die sich Versorgungssicherheit wünschen und erhoffen müssen, desaströs. Herr Reuss, Sie haben in gewisser Weise die Auflage schon in Ihrer ersten Antwort gegeben mit dem Ausblick, dass 2024, also dass man sich zumindest darauf einstellen muss, dass 2024 sich die Lage deutlich verändern kann, was russische Gasverfügbarkeit in Österreich betrifft. Jetzt muss man ja ehrlich sagen, auch 2022, das letzte Jahr, war ja ein Jahr, das von hohen Unsicherheiten geprägt war. Seit Juni, Juli wurden die Gaslieferungen massiv gedrosselt. Russland hat dafür natürlich keine Erklärungen geliefert, die sozusagen stichhaltig waren, sondern hat die Lieferungen nach Europa, hat die Lieferungen auch nach Österreich massiv gedrosselt, um einen geopolitischen Druck auch aufzubauen. Jetzt ist im vergangenen Jahr glücklicherweise, Sie haben es angesprochen, das Wetter, viele andere Faktoren, dieser Worst Case nicht eingetreten, der Energielenkung. Also es war nicht notwendig, dass man sich entscheiden hätte müssen von uns, wie wir hier sitzen. Der Herr Susterler kriegt leider kein Gas mehr fürs Heizen und wer andere vielleicht schon. Oder umgekehrt, ein Konzern wird vielleicht abgedreht, weil sozusagen der Gasverbrauch gedrosselt werden muss. Aber, so wie das klingt mit 24, könnten Versorgungsnotstände schon wieder etwas sein, was passiert. Sehen Sie das so, dass das immer noch eine Gefahr ist? Also wenn wir heute die richtigen Maßnahmen treffen, dann sehe ich, dass wir uns kurzfristig meine ich bis Ende 24 von russischem Gas zur Gänze unabhängig machen können. Okay. Was braucht es? Und das möchte ich kurz erörtern. Zum einen haben wir eine Situation, dass der LNG-Supply in diesem Jahr weltweit um 5% gestiegen ist oder steigen wird. Das ist ein globaler Markt, das ist positiv. Der, der einen höheren Preis zahlt, der kriegt es. In der Regel hat Europa verträgt höhere Preise als Pakistan oder Indien. So werden die Schiffe dann dirigiert. Das ist ein globaler Markt. Das Supply ist hier. Demand ist zurückgegangen, das haben wir schon gehört, wird weiter auch hier zurückgehen, ist auch notwendig. Da muss ich mich fragen, was ist dann der Bottleneck, was ist dann der Engpassfaktor, damit wir hier, den wir managen müssen, um hier diese Situation zu schaffen, dass wir unabhängig sind. Und Sie haben das schon erwähnt, ich meine, das Thema ist die Logistik, die Gaspipelines, denn wo immer ich in das die Schiffe anlande, ich muss das Gas dann wieder gasförmig machen und über Pipelines nach Österreich zu bringen. Und wenn ich hier in Zeiträumen der Gaswirtschaft denke, dann ist das nicht machbar, um das sehr deutlich zu sagen. Sie wissen, in Deutschland hat man 10 Jahre gebraucht, bis man ein einziges Terminal gebaut hat. Dann ist es notwendig, hat man es in einem halben Jahr gebaut. Wenn wir heute diskutieren, hier haben wir einen Vertreter hier, was die WAG betrifft, wenn wir Reverse Flow, nämlich die andere Richtung machen, die bottlenecken müssen, heißt, in 3 Jahren schaffen wir das. Zu Ihnen gesagt, machbar ist in einem Jahr. Ja? Technisch nur. Und das ist das Marktversagen, wo die Regierung eingreifen muss. Einfach nur ein Beispiel. Das heißt, Sie müssen heute die Voraussetzungen schaffen, dass in 12 Monaten die WAG erweitert wird. Das können Sie. Das Problem, das Sie haben heute, dass Sie, wenn Sie Investition von 200 Millionen machen für eine Pipeline-Erweiterung, brauchen Sie einen Kunden, der durchleitet mit einem 10-Jahres-Vertrag, vielleicht haben Sie 15, was immer. Den finden Sie aber nicht, weil Sie nicht wissen, wie viel Gas brauchen wir in 10 Jahren. Das heißt, der Markt gibt Ihnen nicht die Antwort, dass Sie investieren können, schon gar nicht kurzfristig. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich habe ein Krisenmanagement, das wird geleugnet, das ist meine Kritik. Wenn Sie sagen, ich habe ein Krisenmanagement, ich habe das zu managen, das heißt, der Staat hat Garantien zu geben, um hier dem Unternehmer zu ermöglichen, Rastfonds zu investieren, hat bei Verfahren Unterstützung zu geben. Das ist machbar, wenn man Bewusstsein hat, dass man hier Dinge zu managen hat, mit dem Ziel 2024 Ende, unabhängig sein von russischem Gas. Ich habe nur ein Beispiel genannt. Ja. Es geht weiter, es geht um Terminalkapazität, die ich mieten muss, es geht um vieles, vieles mehr. Logistik, es geht um Verträge, die ich
wo ich sage, wir haben Gas in Norwegen. Ich muss ein börsennotiertes Unternehmen verkauft das Gas, muss es verkaufen, wo es den höchsten Preis kriegt. Das ist nicht zwingend Österreich. Das heißt, ich muss Optionsverträge machen mit der OMV, die gewährleisten, dass ich das Gas auch hierher bekomme. Ich muss Lagerkapazitäten mieten. Es ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die ich treffen kann. Und dort, wo der Markt heute versagt, muss temporär der Staat eingreifen, auch im Management dessen. Das heißt, wenn wir das Bewusstsein haben, dass wir bis 24, die Italiener machen das übrigens vor, ja, wenn ich das Bewusstsein habe, dass ich das bis dahin schaffen muss, dann kann ich es heute noch machbar machen. Aber der Grund, warum ich mich engagiere, ich bin Pensionist, ich bin über 70. Der Grund, warum ich mich engagiere, ist einfach, weil ich eine Verantwortung fühle, hier der Öffentlichkeit das aufzuzeigen, in der Hoffnung, dass was passiert. Aber dann frage ich geradeaus, sehen Sie, dass da etwas passiert? Weil ich erinnere mich noch sehr gut an die Diskussion, die wir geführt haben in der ausgerechnet Energieferienwoche heuer, in den Semesterferien im Februar, als plötzlich ruchbar geworden ist, es kommt wieder relativ viel Gas aus Russland nach Österreich und der Bundeskanzler in der TIP 2 gesagt hat, naja, das sind ja privatrechtliche Verträge, die kennen wir alle in der Bundesregierung eigentlich gar nicht. Und das war im Februar 2023, als man das gesagt hat. Also wo mein Eindruck schon war, dass das Thema Versorgungssicherheit jetzt nicht auf dort angekommen ist im Sinne von, das ist ein energiepolitisches Thema, sondern das ist quasi ein privates Thema der OMV, wie sie mit diesen Gaslieferverträgen umgeht. Ich glaube, Doppelbau hat das ja klar erwähnt, das sind heiße Kartoffeln, das hohe Risiko. Denken Sie, die Gewessler hat richtigerweise die Gasreserven gekauft um 4 Milliarden. Wenn sie es heute verkaufen müssen, kriegen sie eine halbe Milliarde dafür. Das heißt, sie haben in 12 Monaten 3 Milliarden, 3,5 in den Sand gesetzt. Natürlich will niemand das Risiko nehmen. Nur zudem bezahlen wir ja die Politik, die Wirtschaft, die Ministerien, dass sie genau das tun, wenn der wenn die Privatwirtschaft versagt. Und deren Beispiele gibt es viele. Ich verstehe, dass man hier leicht große Worte schwingt aber, und die Schuld weit weg gibt. Aber es geht darum, dass man die Dinge, die heißen Kartoffeln in die Hand nimmt und sie managt. Und das ist meine Forderung. Und die NEOS haben hier, das finde ich sehr positiv, immer wieder darauf hingewiesen, auch Gewessler, ich bin bei keiner Partei, nicht missverstehen, auch Gewessler hat hier später aber doch sehr positiv das begriffen und ist auf uns zugegangen und hat mich gefragt, ob wir gemeinsam mit Bolz hier Vorschläge machen können. Ich habe das gerne gemacht. Ja. Aber es geht ins Tun zu kommen und die Regierung muss handeln und nicht sich gegenseitig den Ball zuschupfen oder eben, wie gesagt, ein paar Reisen ins Ausland zu untermachen oder ein paar Schiffe kaufen, die nichts bedeuten. Ja. Herr Haber, auch an Sie die Frage, nachdem das Thema Versorgungssicherheit hat sich ja für 2022 in gewisser Weise das Szenario nicht bewahrheitet, dass wir in die Energielenkung gehen mussten. Wir haben jetzt immer noch vergleichsweise große Speicher, aber natürlich das Szenario, das da gerade geschildert worden ist von Herrn Dr. Weiß, mit dem potenziellen absehbaren Ende auch der russischen Gaslieferungen, ist natürlich eins, das das Thema Energiesicherheit und Versorgungssicherheit in Österreich ganz neu stellt, oder? Das Wort Versorgungssicherheit ist natürlich also schon sehr, sehr häufig in den Mund genommen. Was verstehen wir darunter? Es gibt sicherlich also andere Aspekte. Wir haben eine sichere Versorgung aktuell. Wir müssen aber jetzt aktuell mehr in die Versorgungssicherung kommen. Das heißt, also wir müssen Maßnahmen setzen, insbesondere im Gasbereich, um hier die Versorgung in den nächsten Jahren noch zu haben. Das heißt, die Versorgungssicherung ist sicher eine wesentliche Aufgabe also der Zukunft für die Energielieferanten. Aber auch also für die Netzbetreiber, aber auch für die Regulierungsbehörde im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen. Wir versuchen natürlich also hier die Rahmenbedingungen so weit zu schaffen, mit Langfristplänen, mit Ausbau der Infrastruktur, aber auch mit der Sicherstellung also jetzt der Transportmöglichkeiten innerhalb Österreichs, aber auch in Zusammenarbeit mit europäischen Regulatoren, hier mal so wirklich also die Verfügbarkeit der Kapazitäten zu haben. Wir haben natürlich große Herausforderungen also in den nächsten Jahren. Wir müssen auch berücksichtigen, wer welcher Industriebereich braucht auch wirklich in den nächsten Jahren in den vollen Umfang also den bisherigen Energieträger Erdgas. Können Niedertemperatureinsätze wirklich leicht substituiert werden?
Die Antwort ist ja. Das heißt, das sind wesentliche und somit also setzen wir auch einen Beitrag, um also die Verletzbarkeit also auf die Wirtschaft jetzt also zu verringern und aber auch als verfügbaren Gasmengen also für andere also aufrechtzuerhalten. Das heißt, das sind wesentliche Punkte. Und das ist auch ein Thema, welches in den vorbereitenden Maßnahmen für eine Energielenkung, ich hoffe, wir kommen nie dahin, also das ist erlaubt so den Wunsch, aber einfach vorbereitende Maßnahmen zu machen. Und da sind wir auch in der Diskussion, sind wir auch als vorbereitende Stelle für das Ministerium natürlich auch gefordert und da sind wir auch in der Abstimmung. Jetzt ist ja ein Punkt, den wir in Österreich immer wieder haben, alleine schon der Zugang zu validen Daten, um diese Lage auch einzuschätzen. Auch beim Gas haben wir uns, also sage ich jetzt als angelernter Laie, haben viele Leute versucht, gleichzeitig herauszufinden, okay, wie ist denn die Gasversorgungslage überhaupt? Wo gibt es da Daten, die man valide einschätzen kann? Wir haben jetzt mittlerweile dieses berühmte E-Control-Energie-Dashboard. Haben Sie als Regulierungsbehörde jetzt schon sozusagen den wirklichen Überblick, dass Sie sagen können, Sie wissen eigentlich genau, wer gerade wo was einkauft, um diese Versorgungssicherheit für die nächsten, die kurzfristige und die mittelfristige Versorgungssicherheit einzuschätzen? Oder sind wir da noch ein bisschen im berühmten Blindflug, den wir aus der Corona-Pandemie kennen? Wir sehen die Gasflüsse, woher sie kommen und wohin sie gehen. Jetzt also, wenn sie nach Österreich eintreten, also wo sie aber in Österreich, also jetzt also bei welchen Endkunden, welche Gasmenge von zum Beispiel Osten oder Westen ankommt, das sehen wir nicht. Wir sehen auch nicht, dass jetzt also die Vertragssituationen der einzelnen Energielieferanten im Zusammenhang also mit den Industriekunden oder Großkunden, die hier versorgt werden. Wesentlich ist, dass man hier mal so auch also betrachtet, unsere österreichische Situation, wir haben vergleichsweise in Europa die zweitbeste Situation für die eingespeicherten Gasmengen. Das heißt, also wir können über 100% oder um die 100% des Jahresverbrauchs einspeichern. Wir haben aktuell mehr als 75, um die 76, 77% des Jahresverbrauchs jetzt schon eingespeichert. Und das ist auch, wie schon angesprochen, bei der Marktbetrachtung auch aktuell ein wesentlicher Punkt, aber auch für die zukünftige Betrachtung. Das heißt also, aktuell haben wir aufgrund dieser großen Speichermengen, aber auch in Europa, natürlich geringere Gaspreise, geringere Nachfrage. Für die perspektivische Betrachtung ist es aber auch wichtig, dass wir immer so auch schauen, wie viel in Europa eingespeichert werden kann. Aber wissen Sie mittlerweile für das gesamte Gas, das da auch eingespeichert ist, für wen es ist? Nein, oder? Das ist ja nach wie vor der Datenpunkt, der dann sozusagen fehlt, oder? Es ist nur auf geografisch unserem Gebiet sozusagen. Die Gasspeichernutzer und die Gasspeicherbetreiber veröffentlichen, also wer das zum Beispiel jetzt also hat. Es gibt also ein paar Gasspeicherbetreiber, die Zuordnung, also auch jetzt also die jetzt von zum Beispiel deutschen Marktteilnehmern jetzt also gebucht werden, die gibt es. Wo die das Gas dann also verwenden, zu welchem Markt die das dann zuführen, ist aber nicht bekannt. Das heißt also, das ist also obliegt also jetzt auch nicht einer Prüfung. Jedoch ist es wichtig, wie viel auch physikalisch Gas in Österreich auch verfügbar ist. Ich würde jetzt gerne sozusagen direkt auf den Themenkomplex auch Energiepolitik gehen, weil ein Punkt, der schon angesprochen ist, ist, wir haben ja auch eine vergleichsweise große strategische Gasreserve angeschafft. Die ist vorher schon angeklungen worden, jetzt eher durch den potenziellen Wertverfall, den die gehabt hat, weil sie halt zu hohen Preisen eingekauft wurde und die Preise jetzt am Großmarkt gesunken sind. Aber sie hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Speicher heute so voll sind, wie sie eben sind. Was wir aber schon auch sehen, wir haben im europäischen Vergleich aktuell die zweit- bis dritthöchsten Endkundenpreise bei Gas, wenn man sich das den Household Energy Price Index ansieht. Wir haben immer noch sehr hohe Zahlungen auch für Gas aus Russland. Das hat zuletzt auch die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel berichtet. Wir haben eben vergleichsweise sehr langfristige Pläne, nur in die Unabhängigkeit zu gehen. Und wir haben, das hat Herr Dr. Reusshofer auch dargestellt, im ganzen Thema des Russland-Ukraine-Kriegs natürlich auch die Unsicherheit, dass Gas entweder planmäßig oder dann auch sehr spontan nicht mehr fließen kann. Welche Prioritäten sollte denn jetzt die Energiepolitik wirklich haben und verfolgen, um diese Versorgungssicherheit zu sichern? Was wären so die zwei wichtigsten Maßnahmen, die Sie in Ihren jeweiligen Bereichen sehen würde, die wir jetzt gesamtgesellschaftlich energiepolitisch diskutieren sollten? Und ich fange diesmal
Karin, mit dir an. Gerne. Ich habe jetzt sehr aufmerksam zugehört, weil wir diese Diskussionen ja durchaus auch mit der E-Control seit 1,5 Jahren auch parlamentarisch führen. Und das stimmt natürlich, was der Herr Dr. Haber sagt, und er ist ein ausgewiesener Experte. Aber tatsächlich ist halt das, was politisch übrig bleibt im Augenblick, wir reden drüber und wir reden drüber, was wir machen, wenn eine Lenkung kommen würde. Tatsächlich wollen wir das aber nicht. Wir wollen ja nicht, dass es zu einem Energielenkungsfall kommt. Das heißt, was wäre denn jetzt zu tun? Und wir haben, und jetzt sage ich nicht, dass wir die Einzigen sind mit den einzigen Lösungen. Es gibt wahrscheinlich ganz viele Lösungen. Es gibt tatsächlich sehr viele Experten. 3 davon sitzen neben mir. Ich bin die Politikerin hier auf diesem Podium. Und was wir mehrmals gefordert haben, ist, machen wir doch ein Energiedesign, machen wir einen runden Tisch, setzen wir uns zusammen mit der E-Control, mit den Versorgern, mit den Expertinnen, Bundesregierung und schauen, dass wir hier einen Plan haben, was machen wir denn konkret für die nächsten 3 Jahre, damit wir diese Abhängigkeit von russischem Gas auf Null setzen, weil jeder und jede, die glaubt, dass das in einem Jahr wieder so weitergehen wie vorher, ist einfach naiv. Das wird so nicht mehr stattfinden. Wir werden dieses russische Gas, das übrigens nicht günstiger war wie irgendein anderes, ja, wir werden das nicht mehr in dieser Form haben die nächsten paar Jahre. Und alles andere ist naiv. Und dann bin ich jetzt wieder bei meiner Kopf in den Sand stecken bei diesem Bild. Das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt etwas tun. Und diese Rederei, und I'm sorry to say, mich macht das inzwischen wahnsinnig. Und ich bin eigentlich normalerweise sehr sachlich, aber ich werde tatsächlich emotional, weil wir haben genug geredet. Es gibt genug Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Ich sage es nochmal, Diversifizierung, Norwegen, LNG-Gas, Pipelines buchen, erneuerbaren Ausbau, Stromnetze habe ich bis jetzt noch nicht gesagt, auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja. Netzinfrastruktur, die auch ausgebaut werden muss, und zwar ganz rasch. Aber es muss eben getan werden. Und dazu sollte man sich hinsetzen, einen Energiedesign machen, einen runden Tisch und tatsächlich den Plan, so wie man es in jedem Unternehmen macht, sagt 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, das ist die Vision, da wollen wir hin, hier ist die Strategie, zack, gehen wir. Wir haben in den letzten 2 Jahren während der Pandemie 40 Milliarden Euro an Covid-Hilfen ausgegeben. 40 Milliarden. Da ist das Geld links und rechts geflossen. Vieles zu Recht, vieles auch nicht zu Recht aus meiner Sicht, aber tatsächlich, da hat man sich darauf einigen können. Und hier, wir sind seit 1,5 Jahren in einem Energiekrieg. Putin hat einen Energiekrieg ausgerufen. Und die einzige Bundesregierung, die hier da sitzt und nichts tut, ist unsere in Österreich. Und das ist ehrlich gesagt einfach ein Wahnsinn. Sorry. Es ist arg. Herr Reuss, wie würden Sie diesen Wahnsinn auflösen? Ja, ganz kurz. Ich habe schon erwähnt, wir reden über Krisenmanagement. Und Krisenmanagement heißt klare Ziele, klare Zeiträume und klare Verantwortungen. Simple, not more. Aber das heute und nicht morgen. Das ist der erste Punkt. Krisenmanagement auch betreiben. Und da fangen wir schon bei der simplen Frage an. Ist dann das Energieministerium zuständig oder ja, das Finanzministerium zuständig? Bitte. Rätsel der Sackerl. Beide sind zuständig. Es gibt einen Tisch und Sie haben es erwähnt, ich muss mich hier am Tisch setzen und sagen, wer hat wofür welche Verantwortung, was sind die Maßnahmen, die bis wann zu treffen sind. Das Thema ist nicht schwierig. Walter Bolz und ich haben hier einen Vorschlag, einen Fragenkatalog erarbeitet, haben den auch durchgerechnet. Wenn Sie die Pipeline, die Bottleneck mit 200 Millionen einrechnen und die anderen Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben, Incentives mehr zu lagern, Optionsverträge und dergleichen mehr, sind wir auf einen Betrag gekommen von circa 1,5 Milliarde, wo Sie hier dieses Marktversagen korrigieren, indem das temporär und diverse non-monetäre Maßnahmen. Also wenn man will, geht das. Es nicht zu tun, und das sehe ich auch deutlich, ist fahrlässig. Mhm. Sorry. Soll man mal aussprechen. Weil ich glaube, es gibt eine Verantwortung fürs Land. Dass es 1 oder 2 Minister sind, ist jetzt egal. Mhm. Aber es gibt eine Regierung, die hat der Verantwortung gerecht zu werden. Sehen Sie auch, dass jetzt das Zeitfenster dafür besonders günstig ist, weil jetzt auch, sage ich jetzt mal, im Großmarkt sich die Lage gerade so entspannt hat? Ich glaube, wir haben zur Zeit Hochsommer im Gasmarkt, aber nur der Hochsommer hat auch ein Ende. Und das Schöne ist, dass der Sommer noch eine Zeit lang dauert. Und wenn ich sage, Ende 24 wird es eng, da habe ich genügend Zeit, die Dinge umzusetzen. Ich nenne das kurzfristig, auch wenn es, kann man sagen, mittelfristig. Aber das ist Zeit genug, um die Dinge zu tun. Und ich glaube, man muss jetzt hier diese Ansagen verstärken. Ich bin heute Abend in Zipzow, werde auch das sagen, was die Ukraine
hier, wie die Situation ist, denn die ist ja nicht publik. Und im Endeffekt, ich hoffe, dass all die Dinge dazu führen, dass man die Dinge ernst nimmt, diskutiert und Krisenmanagement betreibt. Mehr kann man nicht tun, aber das Wenige sollte man tun. Und jetzt in die andere Richtung gedacht, würden wir das nicht tun, ist dann sozusagen die Energielenkung unter Anführungszeichen nach wie vor dann das was passiert, wenn wir wieder in eine Knappheit schlittern, dann wissen Sie, was preislich passiert. Wir haben Preise mal 10. Und heute, wer sind die Leidtragenden? Nicht die Inflationsrate, die auch, aber es sind die Haushalte, die Industrie. Die Industrie, die Abwanderungsentscheidungen trifft, mittelfristig, wenn das nicht manageable ist, die Haushalte, die hier in soziale Probleme schlittern. Und das ist eine unverantwortliche Situation. Wenn ich weiß, dass eine Knappheit zwingend zu Preiserhöhungen führt, und das wird passieren, und das kann passieren, dass wir in Mitteleuropa eine andere Situation haben als in Spanien oder in Schweden. Und das ist die Verantwortung und das sehe ich auch das große Risiko in dem Ganzen. Ich glaube, das Gas werden wir irgendwie dann schon herkriegen. Aber wenn nur dass ein knappes Gut ist, das Gas, wie es schon war, dann wissen wir, was passiert. Das heißt, wir haben einmal die Mengenverantwortung, wir haben zum Zweiten die Preisverantwortung. Und deren soll man sich auch, wenn die Sonne scheint und Sommer ist, bewusst sein. Mhm. Velina, auch an dich noch die Frage, wenn du sozusagen wirklich an die Energiepolitik denkst, du hast vorher schon auch die Situation auf europäischer Ebene angesprochen, wo europäischer Gaseinkauf ein gemeinsamer zum Beispiel Thema ist und jetzt auch gestartet worden ist. Was würdest du für Prioritäten für die österreichische Energiepolitik sehen? Naja, das allererst ist natürlich, was ich mir persönlich erwarte, auch ich und meine Familie sind da, meine Kinder sind da und auch ich mache mir genauso die gleichen Sorgen. Also das geht schon in Richtung Fahrlässigkeit aus meiner Sicht, also zumindest geopolitisch und geoökonomisch gesehen. Mhm. Und die technischen und Energieexperten würden mittlerweile auch bestätigen, dass das, was wir wirklich hier in Österreich treiben, so auf der Art, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen im letzten Winter und jetzt hoffen wir wieder auf einen milden und angenehmen, wenn möglich kurzen zweiten Winter, sodass wir dann eigentlich auch schon hoffentlich aus diesem Krieg heraus sind. Und das hat auch sehr viel mit einer, aus meiner Sicht, geopolitischen Realitätsverweigerung zu tun. Natürlich auch verständlich einigermaßen, ohne eigentlich die Bundesregierung oder jemanden in Schutz zu nehmen. Aber wenn man das jetzt aus ihrer Perspektive betrachtet, also so eine Schlüsselrolle als regionalen Gas-Hub aufgeben zu wollen, das ist nicht einfach. Und dann, wie gesagt, auch wie schon eigentlich richtig gesagt wurde, wo man schon früher hätte diversifizieren müssen, weil das ist so ein bisschen jetzt, was wir tun, ist wie eine Unfallversicherung nach 9/11 zu kaufen. Mhm. Das ist das, was wir gerade machen. Und wir versuchen eigentlich, die Bürgerinnen zu überzeugen, wie wichtig es jetzt ist, eine Unfallversicherung für einen zweiten 9/11 zu kaufen. Weil die Bundesregierung aus meiner Sicht nicht nur kein Krisenmanagement, sondern Maximum vielleicht Damage Control momentan betreibt. Nein. Was heißt das? Also erstens bin ich der Meinung, dass die Realität uns eine richtige Watsche geben wird, also eine sehr schmerzhafte. Das heißt, nicht 2024, in meinem Plan ist es eigentlich schon 2023 möglich. Wir brauchen nur einen langen und heißen Sommer und dann, wie gesagt, eigentlich einen anderen Winter als den vorherigen. Wenn man glaubt, der Zermürbungskrieg wird nach Plan Anfang September oder Anfang Dezember zu Ende gehen, weil wir dann eigentlich Weihnachten feiern wollen und alle zurück zur Normalität rübergehen wollen, wird es nicht passieren. Und wir haben genug Belege schon aus der Realität, dass Energie mittlerweile zur geopolitischen Waffe geworden ist. Und das war eigentlich schon früher der Fall, aber jetzt brauchen wir auch keinen Nachweis. Und ich bin der Meinung, dass neben dieser wirklich schmerzhaften Ohrfeige dann auch der Druck seitens der EU sich deutlich erhöhen wird. Wir sind jetzt als Mitglied politisch nicht neutral in diesem Krieg. Ja. Und das bedeutet, dass wir uns auch in dieser Hinsicht sehr solidarisch verhalten müssen, tun wir aber nicht. Also der Bericht jetzt, by the way, ich habe mir diesen Bericht heute extra angeschaut, der ist 73 Seiten lang
Wir haben da ein paar Zeilen in den Nachrichten mitbekommen. Es geht um den EU-Bericht jetzt, wo alles schwarz auf weiß steht. Es ist frei zugänglich. Jeder Bürger und Bürger und jede Bürgerin kann sich das anschauen. Und ich denke hier, was wir auch brauchen, ist Druck, dass der öffentliche Druck steigt. Wir haben jetzt auch den Nachweis dafür, was passiert und wie hoch die Kosten dafür sind, wenn man nicht rechtzeitig diversifiziert. Warum ist das wichtig? Wir haben ein viel größeres Problem in der Zukunft neben diesem Problem. Und das ist das Problem mit dem Zugang zu Rohstoffen für die Energiewende. Da haben wir eine Abhängigkeit von einem anderen geopolitischen Akteur, nämlich China, um das Hundertfache. Nicht wir in Österreich, insgesamt in Europa. Und jetzt haben wir eigentlich ein Paradebeispiel, was es dann für uns auch heißen wird, weil wir auch die Energiewende vorantreiben wollen, neben der Diversifizierung weg von russischem Gas. Und auch jetzt, also auch das ist für uns jetzt ein Fallbeispiel, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Mhm. Das Zusammenspiel von geopolitischen Faktoren, das heißt, der Druck wird steigen seitens Russlands. Zwei von den vier Pipelines, also insgesamt, sind jetzt dicht gemacht worden. Die Ukraine und die Türkei sind jetzt die zwei Möglichkeiten, dass Gas noch nach Europa fließt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine bald dann auch dicht macht, vor allem, weil wir jetzt weil die Gegenoffensive der Ukraine kurz vor der Tür steht und weil die Ukraine dann auch alles dran setzen wird, ein entscheidendes Ende für sich zu beanspruchen. Also unter anderem würde ich natürlich nicht ausschließen, dass es schon vor 2024 passiert, dass da auch kein Gas mehr fließt. Ja? Auch so gesehen sind wir bereits in einer prekären Situation. Ja. Ja? Und hier haben wir, und das war eigentlich mein Plädoyer zu Beginn, ja, die Situation ist tatsächlich kurzfristig jetzt gesehen hoffnungslos. Aber was der Riesenvorteil ist, ist, dass wir nicht alleine sind. Hier in der Familie der EU-Mitgliedstaaten haben wir andere Partner und andere Möglichkeiten, im Unterschied zu Russland, das selber agieren muss und sich selber durchsetzen muss. Ja? Wir könnten zum Beispiel den gemeinsamen Gaseinkauf. Das bedeutet, da müssen wir tatsächlich, jetzt bin ich fast schon sprachlos, dass wahrscheinlich niemand mal weiß, dass die erste Initiative schon zu Ende gegangen ist, wo man gebündelt Gas einkaufen kann. Das ist jetzt schon zu. Das erste Mal, es gibt neue Möglichkeiten in den nächsten Monaten, aber wir haben keine Transparenz, wir haben keine Information. Und ich frage mich, wie viele österreichische Unternehmen, wie viele Mitglieder der österreichischen Industrie überhaupt Nutzen davon machen konnten. Das sind tatsächliche, reelle Instrumente, die wir ausschöpfen müssen, und zwar jetzt. Offensichtlich ist es auch so, dass diese Bundesregierung überfordert ist, also geopolitisch auf jeden Fall. Und das bedeutet auch, dass es zu einem Zusammenspiel von allen Akteuren kommen muss. Also wir müssen jetzt wirklich, statt uns gegenseitig die Schuld zu schieben, müssen wir jetzt alle an einem Strang ziehen und schauen, wie Experten, Akteure aus den unterschiedlichen Ebenen zusammenkommen und das jetzt kurzfristig überstellen. Es ist in unserem gemeinsamen öffentlichen Interesse, dass wir diese wahrscheinlich größte Krise, nicht nur energiepolitisch, das sind Kaskadeneffekte. Wir haben gar nicht geredet von Nahrungsmitteln, wir haben nicht geredet von Düngemitteln. Also wir brauchen zum Beispiel Gas auch für die Herstellung von Düngemitteln, für den Agrarsektor. Also das sind Kaskadeneffekte, die natürlich, und das eine führt dann zum anderen. Und somit, statt dass wir jetzt in den Schulen schon Blackout-Seminare haben, ja, weil die Schulen werden schon vorbereitet auf die ersten Blackouts, statt dass wir Gemeinden schon Blackout-Seminare organisieren, sollen wir eigentlich die Öffentlichkeit informieren, was der Ist-Stand ist, so wie wir das jetzt tun, was die verfügbaren Maßnahmen und Instrumente sind. Und die gibt es, wie gesagt. Wir sind umgeben von anderen Mitgliedstaaten. Die haben auch kein Interesse daran, dass die österreichische Wirtschaft zusammenbricht und dass der Energiesektor eigentlich in eine komplette Krise gerät. Und dann, wie gesagt, schauen wir, dass wir gebündelt agieren. Und somit ist es aus meiner Sicht jetzt
wie ich schon gesagt habe, zwar hoffnungslos kurzfristig, aber nicht ernst. Aber das heißt, dieses Thema internationale Kooperation als ganz wichtiger Punkt. Auch, darf ich da ergänzen, ja, zu dem europäischen Einkauf? China macht das seit 10 Jahren, die haben einen wesentlich tieferen Gaspreis, als wir je in Europa gehabt haben. Also wir sind nicht der Erfinder dessen, aber wir ziehen es nach und das ist eine richtige Maßnahme. Ja. Mhm. Herr Haber, auch an Sie die Frage, wenn Sie sich sozusagen das aktuelle Menü ansehen, zeigen Sie, dass das sozusagen eine der wichtigsten Maßnahmen jetzt mal wäre, überhaupt transparent zu schaffen, wie man einen kurzfristigen Plan zwischen Regulierungsbehörden, den wichtigsten Gaskunden, den Versorgern und der Energiepolitik schafft? Dass das der wichtigste erste Schritt wäre? Ich glaube, viele Schritte, also die man jetzt setzen kann und auch gesetzt werden, wurden ja schon angesprochen, ohne jetzt zu wiederholen, aber Diversifizierung, aber unterschiedliche Maßnahmen, Einkauf und so weiter. Aber auch also das Gespräch miteinander, und das Gespräch wird ja auch zum Beispiel jetzt bei dem Einkauf, also jetzt natürlich also nur exemplarisch also auch gelebt, dass man sagt, wer hat in der Esse wie viel also auch einzukaufen. Und da kommt ja auch der Markttransparenz mit den Preisen auch rein in den Folgegesprächen. Aber ich nehme das Schlagwort, ohne ein neues Thema aufzumachen, Diversifizierung noch einmal auf. Ich habe schon kurz angesprochen, wir sollten auch schauen, also wer setzt welchen Energieträger, insbesondere Erdgas, aktuell ein. Wer kann wie substituieren mit erneuerbaren Energien, insbesondere Niedertemperatureinsatz. Wenn ich 70 Grad Wärme brauche, dann kann ich also zum Beispiel Biomasse oder was auch immer einsetzen. Und somit also auch los also von Erdgas. Und im Hochtemperatureinsatz müssen wir, und das ist sicherlich ein längerfristiges Projekt, auch über Wasserstoff zu reden beginnen. Grüner Wasserstoff, grüne erneuerbare Energieträger ist ein wesentlicher Punkt. Also wie können wir also grünen Wasserstoff in Österreich produzieren, wie können wir ihn auch importieren, und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt zur Diversifizierung, auch zur Unabhängigkeit machen und aber auch für die Industrie auch eine Alternative also für den Hochtemperatureinsatz also, auch zu ermöglichen. Und das ist natürlich auch ein längerfristiger Schritt, der noch dazu kommt. Ich wollte sagen, das ist wahrscheinlich aber, ich sage jetzt als absolut technischer Laie, ein Schritt, der eher, wo wir eher über Jahre oder ein Jahrzehnt sprechen und nicht über Monate oder ein kurzes Jahr. Wir sprechen hier schon über Jahre. Erstens also muss man also die Rahmenbedingungen schaffen, auch auf europäischer Ebene. Nationale Staaten gehen schon teilweise vor, dass sie sagen, okay, wir fördern Wasserstoff von der Elektrolyse bis hin zum Transport. Es gibt dann natürlich auch die leitungsgebundene Abhängigkeit, also auch an Monopolisten, wo auch die Zuständigkeit der Regulierungsbehörden gefragt werden. Das sind sicherlich noch ein paar Punkte zu klären, aber hier sehe ich schon auch den Zeithorizont bis 2027, 2030, dass da insbesondere in Mitteleuropa schon einiges also vorangehen kann, weil das Thema ist nicht ganz neu. Wir hatten doch also vor 2, 3, 4 Jahren ja auch also die Perspektive, hier Wasserstoff also in Mitteleuropa extrem auszubauen, und hier wäre das Ursprungsland also für die Wasserstoffproduktion, einer grünen Wasserstoffproduktion, die Ukraine gewesen. Und jetzt müssen wir halt schauen, es gibt andere Anbieter, und das ist sicherlich ein Thema, welches uns auch in den nächsten Monaten für die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir es in ein paar Jahren verfügbar haben, also wirklich also beginnen sollten. Karin? Ja, ich wollte nur kurz darauf eingehen, weil politisch das natürlich auch gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, also Biomasse, Rahmenbedingungen für die nächsten Monate setzen. Und da komme ich zu dem Punkt, ich war letzte Woche bei einer Biogasanlage in Oberösterreich, das ist ein Bauernhof. Die Biogasszene in Österreich sagt, sie könnten zwischen 15 und 20 Terawattstunden Gas liefern. Es gibt unterschiedliche Studien, aber sagen wir 15 dazu. Aber das tatsächliche Fehlen ist, es gibt kein erneuerbaren Wärmegesetz und es gibt kein Grüngasgesetz. Das sind 2/3 Materien im Parlament. Die Bundesregierung kann sich, es ist etwas in Begutachtung, das liegt da seit einem halben Jahr irgendwie rum. Man kann sich nicht einigen darauf, dass man das EWG und das Grüngasgesetz jetzt als Vorlagen tatsächlich verhandelt. Und das sind 2/3 Materien, und wir haben eine SPÖ, die im Augenblick sagt, sie stimmen bei keiner einzigen Gesetzesmaßnahme mehr zu, solange es kein echtes Paket gibt, um die Armut in Österreich zu bekämpfen. Was das genau sein soll, haben wir bis heute nicht erfahren. Und dann hat die SPÖ auch noch andere Probleme, wie wir wissen. Und die FPÖ, die ja auch für eine 2/3-Mehrheit gut wäre, weigert sich tatsächlich auch, das zu unterschreiben, weil sie sagen, sie können tatsächlich dem Ziel CO2-Neutralität nichts abgewinnen, und deswegen werden sie alle Energiegesetze blockieren in diesem Land. Und das ist der Zustand der Politik.
Und deswegen sage ich, dass das tatsächlich ganz, ganz schwer auszuhalten ist manchmal. Und das wird morgen auch wieder bei der Sondersitzung wahrscheinlich gut nach außen kommen. Solange man eben diese gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Unternehmen, für die Wirtschaft nicht schafft, um hier tatsächlich auch gemeinsam herauszuarbeiten, blockiert man halt alles. Und man blockiert es nicht nur für 2-3 Monate, man blockiert es tatsächlich für die nächsten Jahre. Und das ist dramatisch und unverantwortlich aus meiner Sicht. Jetzt hast du gerade einen Punkt angesprochen, den ich gern aufgreifen würde, um zu einem Themenkomplex zu kommen, den wir jetzt, obwohl der heutige Anlass eigentlich sehr klar ist, noch nicht angesprochen haben, nämlich die OMV als OMV, als Unternehmen. Die Verträge, über die wir vorher schon gesprochen haben, die bis 2040 laufen, die sind bei der OMV nicht ausgestattet gleichzeitig mit einem Gasversorgungsauftrag für die Republik, sondern das sind privatrechtliche Verträge. Wenn man diese Verträge jetzt nicht mehr honorieren würde, weil man sagt, beispielsweise aus politischer Sicht, wir wollen, Walter Bolz hat das mal vorgeschlagen, nur noch 30% Gas aus Russland und deswegen möchte man sozusagen einen Cap einziehen politisch, dann hat das ja Folgen für die OMV als Unternehmen. Kommt die OMV denn aus diesen Verträgen raus, Herr Dr. Weiß? Ich bin kein Jurist, aber ich glaube, wir haben zwei Möglichkeiten rauszukommen. Das eine ist, wenn die Ukraine den Transitvertrag nicht verlängert, dann haben sie zwar einen Vertrag bis 2040, aber kein Gas. Ich kenne den Vertrag nicht, aber ich kann mir schwer vorstellen, wie der weiterläuft. Das zweite ist einfach diesen Vertrag nach Brüssel bringen. Es haben ja viele europäische Staaten ähnliche Verträge, ich sage bewusst ähnlich. Ja. Ich kenne keinen mit einer DKP-Rate von 98, ich kenne keinen bis 2040, aber vielleicht weiß ich das halt nicht. Aber anyhow, die grundsätzlichen Verträge gibt es und wenn Brüssel hier, da hat sich Österreich dagegen gestemmt, wenn Brüssel morgen aber sagt, wir setzen Gas sowie Öl auf die Sanktionsliste, dann haben sie das Problem nach Brüssel getragen und dann gehe ich davon aus, dass Brüssel nachdenkt, wie man hier mit den Prozessen gesamteuropäisch, die dann wahrscheinlich 10, 20 Jahre dauern, bei uns ist Gerichtshof Stockholm, wie wir hier damit umgehen. Also das wäre auch eine Chance. Ich persönlich weiß nicht, ob die OMV in den Bilanzen das rückgestellt hat. Ich glaube nicht. Bis jetzt das heißt, jedenfalls nicht. Ja. Bis jetzt nicht. Ja. Bis jetzt nicht. Und da wird es schon irgendwelche Gründe geben, die der Wirtschaftsprüfer ansetzt. Mir fällt es schwer, weil wenn ich eine Risikobewertung eines Unternehmens mache, über einen derartigen Vertrag, tue ich mir schwer mit argumentieren. Offensichtlich geht es irgendwie, aber ich glaube, die einzige Chance ist nicht ein singuläres Unternehmen gegen die Gazprom, sondern die einzige Chance, die ich sehe, dass man hier auf europäischer Ebene es löst oder dass es die Ukraine für uns löst. Das sind die zwei naiven Ideen, die ich habe. Jetzt gibt es ja eine Institution in Österreich, die den OMV-Gazprom-Vertrag auf alle Fälle hat, das ist ja die E-Control. Sie hat ihn nur aus anderen Gründen, nämlich aufgrund eines kartellrechtlichen Verfahrens, wenn ich mich noch recht entsinne. Aber würden Sie sich wünschen, dass der Vertrag woanders auch wäre als nur bei Ihnen? Wie gesagt, es geht um die Verwendung. Wir hatten im Rahmen eines Kartellverfahrens die Situation und darüber hinausgehende Beurteilung, also jetzt wo auch immer, das ist eine juristische Frage, die ich auch jetzt nicht beantworten kann und aber auch nicht möglich ist. Ja. Darf ich das ist, glaube ich, einfacher zu beantworten. Wenn Sie Aufsichtsrat sind und es gibt einen Vertrag, der geht bis 2040, also es geht um ein paar Milliarden, egal was in der Satzung steht, dann werden Sie wahrscheinlich Fragen stellen als Aufsichtsrat, weil Sie ja, zu dem sind Sie ja da und sagen, was steht relevant im Vertrag drin und was hat sich verschlechtert, was ist das Risiko, was sind die Ausstiegsmöglichkeiten. Das würde ich von einem durchschnittlich intelligenten Aufsichtsrat erwarten. Und darum wundere mich über die Diskussion, die stattfindet. Es sitzt auch Vertreter der ÖPAC, die zum Finanzminister in dem Aufsichtsrat. Und ich wundere mich schon, in welchem Land ich bin, wenn man die Diskussion sich anhört, wo jeder sagt, ich kenne ihn nicht, aber Sie haben ihn doch, Sie müssen ihn kennen. Aber für mich ist der Aufsichtsrat verantwortlich. An den muss ich die Frage adressieren. Ja. An den habe ich die Frage nie gehört, dass es jemand adressiert hat, aber da gibt es einen Vorsitzenden, da gibt es die. Das ist ja alles organisiert und ich glaube, dort würde ich mich auseinandersetzen. Wenn man der sagt, er weiß es nicht,
dann frage ich mich, ob er dann an der richtigen Stelle ist. Das ist die größte Unternehmung Österreichs. Da würde ich annehmen, dass man hier Aufsichtsräte hat, die wissen, wie man Öl und Gas schreibt. Sorry. Aber Herr Habert, ich möchte da trotzdem noch mal kurz nachhaken, weil ja natürlich trotzdem für die Versorgungslage dieser Verträge essentiell ist quasi, oder? Also wenn ich daran denke, das ist der signifikanteste Vertrag, der sozusagen dafür sorgt, dass Gas nach Österreich kommt und dafür für die Versorgungssicherheit relevant. Wie kann ich mir vorstellen, in was für einem Austausch ist man da auch mit der OMV, wenn es darum geht, liefert Russland gerade oder liefert die Gazprom gerade wie gewohnt oder schauen sich dann nur sozusagen die, so wie wir alle sozusagen, die täglichen Gasknotenpunkte, die Durchleitungen ab an von Oberkappel und von Arnoldstein und Co., um einzuschätzen, wie viel Gas da nach Österreich kommt? Lassen Sie mich das über die Verpflichtung von Gaslieferanten jetzt beantworten. Es gibt einen sogenannten Versorgungsstandard. Dieser Versorgungsstandard sieht vor, dass zum Beispiel die geschützten Haushaltskunden für eine bestimmte Zeit also zu versorgen sind. Und diese Erfüllungsmöglichkeiten, also die vertragliche Sicherung oder diese Gasmengen sind nachzuweisen, entweder mit langfristigen Lieferverträgen, das war bis vor 2 Jahren die Möglichkeit, oder mit eingespeicherten Mengen in den Gasspeichern. Wir haben das also, weil der Versorgungsstandard auch von unserer Seite jetzt also hier gemonitort und überprüft wird, haben wir das also jetzt umgestellt auf also wirklich also physikalische Gasverträge. Das haben die Gaslieferanten und die Versorger also für Endkundinnen und Endkunden also jetzt nachgewiesen. Darüber hinausgehende Vertragsbestandteile sind hier jetzt also auch nicht also Aufgabe einer Regulierungsbehörde, hier jetzt also auch sicherzustellen. Es gibt natürlich Marktüberwachungen, die jetzt also hier jetzt also bestimmte Vertragssituationen grundsätzlich gibt es Verträge also jetzt also abfragen. Das ist sogenannte REMIT auf europäischer Ebene über die Marktbeobachtung. Das ist hier zu einer Transparenz also jetzt also auch und auch für die Preisgestaltung kommt, aber das ist wieder ein bisschen ein anderes also Thema, also jetzt also die Marktbeobachtung und darüber hinausgehende Erfüllungen von Lieferungen, also von Lieferanten, die sind in einer vertragrechtlichen Situation natürlich auch dafür verantwortlich. Mhm. Ich würde an der Stelle gerne dann natürlich auch die Fragen fürs Publikum öffnen. Ich habe nur eine ganz kurze Abschlussrunde und es geht eigentlich nur um eine Zahl, die ich von euch haben möchte. Ich habe sie für heute natürlich auch mitgenommen. Im Februar 2022 haben wir 79% unseres Gases aus Russland bezogen von der Gazprom. Im März 2023, das ist der letzte verfügbare Datenpunkt, waren es 74%. Wenn wir uns im März 2024 zusammensetzen, wie viel ist es da noch? Wie viel haben wir da noch an Gas aus Russland? Darf ich um kurze Einschätzungen bitten? Herr Haber, ich fange bei Ihnen an. Vielen Dank. es ist schwer. Es ist, erlauben Sie mir, dass ich mir jetzt ein bisschen zurückziehe. Ich bin kein Freund von monatlichen Betrachtungen. Es ist eine Jahresbetrachtung. Also besser, weil die Verbräuche auch sehr unterschiedlich sind. Wir haben im Sommer ungefähr ein Drittel des Verbrauchs gegenüber Winter. Die prozentuelle Verhältnismäßigkeit ist dann natürlich auch eine andere. Das heißt, übers Jahr betrachtet. Und ich gehe davon aus, dass wir ähnliche Werte jetzt also auch heuer haben, also wie wir auch letztes Jahr im Jahresdurchschnitt in etwa hatten. Also quasi keine weitere Reduktion im Verhältnis zum letzten Jahr. Die aktuelle Situation sieht so aus, wo man auch sagen muss, unsere Gasversorgungslage zur kurzfristigen Versorgungssicherheitsbewertung ist es auch wichtig, dass Gas verfügbar ist in Österreich dass es hier also auch kommt. Und für die sichere oder kurzfristige Versorgungssicherheitsbewertung würde ich das auch so sehen. Mhm. Willin, auch an dich die Frage. Was glaubst du, wenn wir uns in einem Jahr wieder zusammensetzen, wie viel Gas importiert Österreich dann noch aus Russland? Na, sollte Gas überhaupt noch fließen, wenn wahrscheinlich die Anteile nicht viel anders ausschauen? Also quasi 0 oder 70? Fraglich ist nur wie gesagt, also ob Gasmengen überhaupt im Jahre 2024 noch fließen. Okay. Und das ist das, womit wir uns eigentlich auseinandersetzen müssen.
Und by the way, also eine wichtige Komponente, was zwar ein bisschen erwähnt wurde, aber aus meiner Sicht sehr wichtig ist für die Bürgerinnen, ist, dass wir auch in diesem Winter wieder deutlich die Nachfrage reduzieren müssen. Also wahrscheinlich sogar mehr als 15%. Und wir müssen uns auch diesbezüglich jetzt schon darauf einstellen, ja, wo wir über Maßnahmen geredet haben. Ja. Das große Einsparungen. So simpel, wenn die Regierung nicht handelt, kein Krisenmanagement betreibt, dann wird die OMV die Verträge weiter erfüllen und die Russen werden gerne liefern. Dann sind wir auch dann im nächsten Jahr bei den 80% und freuen uns darüber, dass es uns so gut geht. Ja. Karin? Also ich, als von der politischen Ebene gesprochen, nachdem nächstes Jahr Nationalratswahlen sind im Herbst, und schon jetzt keine Einigkeit mehr über irgendeine Gesetzesmaterie im Energiebereich offenbar möglich ist. Wenn keine Bombe drauf fällt oder Putin abdreht, dann werden wir genau in der gleichen Situation sein wie heute, also 80. Danke, Karin. Ich würde an dieser Stelle, es gibt ein, zwei Mikrofone, die durchgereicht werden können und ich würde gerne Fragen aus dem Publikum für die Runde gerne einholen. Bitte wirklich um Fragen, also die zeichnen sich tendenziell von ihrer Kürze und dem Fragezeichen am Ende aus. Und gerne direkt an einen oder eine am Podium in der dritten Reihe da. Super, ich würde jetzt gleich zwei, drei zusammenfassen. Erste Frage. Ich versuche es wirklich auch kurz mit Ja-Nein-Fragen. Herr Reuss, Sie haben erwähnt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese Gaslieferungen quasi enden würden, wenn es auf die EU-Sanktionsliste kommt, das Gas, oder wenn in der Ukraine der Durchfluss gestoppt wird. Wäre nicht die dritte Möglichkeit auch, dass die SWIFT-Sanktionen endlich auf die Gazprombank und die Sberbank ausgeweitet werden, weil dann können wir den Russen sagen, ihr könnt uns weiter Gas liefern, wir zahlen euch halt derweil nichts. Wäre auch eine Möglichkeit, oder? Eine sehr direkte Frage. In der ersten. Inshallah. Inshallah. Super, danke. Dann, darf ich vielleicht ganz kurz nur erklären, weil ich wollte nämlich diesen Punkt machen. EU-Sanktionen, also das ist sehr wahrscheinlich, dass die EU dann auch Gas eigentlich auf die Sanktionsliste setzen wird. Und wir können uns jetzt schon vorstellen, welches Mitgliedsland dagegen eigentlich entscheiden wird. Ungarn und Österreich. Ungarn und Österreich. Ja. Österreich und Ungarn. Slowakei. Kommt auf welche Regierung. Und noch eine kurze technische Ja-Nein-Frage, weil immer wieder diese Frage kommt mit dem Fracking im Norden von Niederösterreich. Also meine Zahlen dazu waren, das liegt auf einer Tiefe von 7000 Meter circa, kostet mindestens eine Milliarde Investition, hat 4-5 Jahre Vorlaufzeit. Ist das ein Red Herring? Ist das irgendwie ernst zu nehmen? Kann man irgendwie ein Szenario extrahieren, wo das sinnvoll wäre? Oder ist das... Also die 7000 Meter sind falsch, aber die Zeit ist auch vorbei. Das hätten Sie, ich habe es einmal vorgeschlagen, vor 10 Jahren. Heute sind Sie 10 Jahre zu spät, ja, weil bis Sie das entwickelt haben, vergehen weitere 7 Jahre. Da ist der Gasverbrauch so tief und da ist besser, wir importieren Fracking-Gas aus Amerika. Was wir tun, ist moralisch bedenklich. Aber 80% des Gases, das ausfällt in Europa von Russland in diesem Jahr, also von 140 auf 60, haben die Amerikaner mit LNG, mit gekrackten Flüssiggas abgedeckt. Zu viel zum moralischen Aspekt. In der ersten Reihe war noch eine Frage. Meine Frage ist, die Politik kann was sagen, die E-Control kann kontrollieren, sie können Empfehlungen abgeben, aber wer soll das operativ umsetzen? Es war jetzt irgendwann in den Medien, dass die Frau Gewessler vorgeschlagen hat, die Gassparte zur ÖBAG aus der OMV rauszunehmen und der ÖBAG zu übergeben. Was halten Sie davon? Beziehungsweise wie soll man es umsetzen? Weil wenn die Regierung was sagt, die OMV macht was anderes, wer soll es operativ umsetzen? Ich habe es selber vorgeschlagen, weil ich gesagt habe, Sie müssen nicht gleich verstaatlichen, Sie können Treuhandlösungen suchen, Leasing, Sie können viele Varianten suchen, da muss man schauen, welche rasch geht und effizient ist. Nur eines ist klar, wir reden hier über Milliardengeschäfte. Wir reden hier über komplexe Geschäfte. Wir reden hier über Gas- und Finanzierungsgeschäfte. Wir reden über Risikomanagement, über Hedging. Wir reden über ganz Dinge. Und da gibt es in Österreich ein Unternehmen, das 30 Jahre oder 40 das perfekt macht. Die haben das Management. Ob das 150 Leute sind oder 200 oder 100, darüber kann man reden.
was es nicht ist, wie man hier meint, eine Koordinierungsstelle mit 5 Leuten. Das ist einfach hier fahrlässig. Die OMV hat das Management und dessen will ich mich bedienen und nicht irgendeinen Unternehmensberater holen oder koordinieren ein paar Leute. Das ist grob fahrlässig. Das heißt, wenn Sie diese komplexe Materie in der Form, wie wir es hier diskutiert haben, wie wir es auch vorschlagen, managen wollen, da brauchen Sie Leute, die das schon einige Jahre lang machen und gut machen. Und die OMV hat das bisher gut gemacht und ich kann es. Und ich würde mich, wenn der Staat beteiligt ist, auch dieser Leute bedienen. Ob sie es temporär verstaatlichen, ob sie es leasen, was immer, es gibt 1000 Formen. Aber man muss sich bewusst sein, dass das ein komplexes, schwieriges Geschäft ist. Denn in Deutschland hat man die Unternehmen verstaatlichen müssen. Es pleite waren die großen Importeure, in Österreich nicht. Der OMV hat das Thema sehr, sehr gut gemanagt. Ja? Und dessen soll man sich bewusst sein und auch hier wieder den Fehler machen, heiße Kartoffel rühre ich nicht an, weil vielleicht der ÖPAC das nicht will. Klar, dass die es nicht wollen, weil es eine Verantwortung ist, ein Risk. Da geht es um Milliarden, die sie verlieren können von einem Tag am anderen. Darum will niemand hingreifen. Nur die Leute werden bezahlt, dann wird sie managen. Darum haben sie das auch zu tun. Ja, aber das wäre der einzige Weg, dass der Eigentümer auch Aufgaben stellen kann, die dann von dem Unternehmen zu lösen sind. Die OMV stellt offensichtlich andere, hat anscheinend andere Prioritäten oder so. Die sind sicher bereit, das zu verpachten, zu verkaufen, was immer. Ja, ja, das ist aber vor liegt es nicht. Ja, ja, ja. Nein, es liegt dann an die Eigentümer, die ja. Das hier, nicht wollen. Hier war in der dritten Reihe eine Frage, ganz, OMV ganz ist außen. Flexibel. Versteht das? Naja, OMV hat auch schon Milliarden, ja. Milliarden verloren. Herr Reuss, darf man auch nicht vergessen. Also durch die Herr Reuss, darf ich Sie fragen, seit Sie zum OMV-Chef ernannt wurden, wie viele Regierungen gab es seither, die sich für Details des Vertrages interessiert haben? Also ich kann Ihnen sagen, die OMV kommt aus einer Situation, wo sie ja 100% verstaatlicht war. Und da war auch in unserem Hirn die Selbstverständlichkeit, dass wir für die Versorgung gerade stehen müssen. Das ist unsere Verantwortung. Dann ist sie privatisiert worden, das ist bekannt. Und auch meine Vorgänger haben sich noch den Versorgungsauftrag moralisch gesehen. Vom Kapitalmarkt sehe ich problematisch, um das ganz deutlich zu sagen. Ich kann mich noch erinnern zu Zeiten, wo Mitterlehner Energieminister war. Der hat mich angerufen und gesagt, wie schauen wir aus im September? Sind die Lager gefüllt? Nicht? Wie vor ist es? Im November nochmal ist das in Ordnung. Also die haben sich noch persönlich, auch nicht aufgrund eines Organigrammes, aber es war gelernte Praxis, hat man sich orientiert, wie sicher sind wir. Auch das war ein Selbstverständnis. Heute hat sich das ein bisschen geändert, wo man sagt, Kapitalmarkt diktiert und ich habe die Kapitalmarktsicht, die aber auch richtig ist, was Stern sagt, ist nicht zu kritisieren. Wir haben es nicht anders gemacht, aber das war halt so. Ja. Und wenn Sie jetzt einen Betrag nennen, den der Staat vorschießen müsste, um in die Infrastruktur mit Norwegen zu investieren, weil das ja kein Unternehmen kann, da müsste der Staat einspringen. Ja. Was glauben Sie, wie in der Regierung die Aufschreis kommen, dass dieses Geld doch in die alternativen Energien investiert werden muss? Nein, das ist nicht wahr. Mich hat Gewessler vor einigen Wochen angerufen, hat mich gefragt, ob ich bereit bin, gemeinsam mit Polsier Vorschläge auszuarbeiten. Ich habe gesagt, unter einer Bedingung, dass das, was wir vorschlagen, nicht korrigiert wird und beeinflusst wird, sondern unser Papier ist. Und sie hat akzeptiert und sind drinnen. In dem Papier haben wir vorgeschlagen, zum Beispiel für den WAG, die Pipeline, wo norwegisches Gas reinkommt in Österreich, um 200 Millionen zu investieren und Maßnahmen zu tun. Das wurde akzeptiert. Aber Frau Doppelbauer hat schon gesagt, auch die Frau Minister hat sich geändert, hat vor einem Jahr noch anders gedacht wahrscheinlich, als sie heute die Notwendigkeit sieht. Aber das muss man auch positiv sehen. Also das, was ich erlebt habe, war konstruktiv positiv. Dankeschön. An die Öffentlichkeit ist es nur nicht gedrungen, dass Sie sich geändert haben. Das muss ich jetzt sagen, ja. Ich möchte an der Stelle den NEOS gratulieren, so eine Veranstaltung zu diesem Thema eingerufen zu haben. Danke. Vielen Dank. Ich muss dich jetzt leider von rechts nach links, von links nach rechts schicken. Wenn Sie uns bitte geografisch ein bisschen clustern, dann muss der arme Alex nicht die ganze Zeit rumlaufen. Bitte. Ich wollte nur kurz fragen, Sie haben vorher erwähnt von einem 73- oder 83-seitigen Bericht. Ja.
und was der Name von dem Bericht ist. Das sage ich dann im Nachhinein, aber das ist jetzt, weil es jetzt in den Medien überall gestanden ist, dass die Europäische Union eine Kritik gegen Österreich ausgeübt hat, also dass Österreich nicht, also sagen wir mal so, dass die Reformen und die Vorhaben jetzt nicht voranschreiten nach Plan, und da gibt es eigentlich einen Länderbericht. Zu jedem einzelnen Land gibt es dann eben einen Bericht. Jetzt habe ich nicht verglichen, wie lang, also wie lang die anderen Berichte sind, aber ja, unser ist Bericht, Länderbericht ist auf jeden Fall 78 Seiten, wenn ich mich nicht irre, und das ist der Bericht des europäischen Semesters ist das. Ja. Also europäisches Semester, also einmal im Halbjahr. Also European Semester Report. Dankeschön. Ja. Und wenn wir beim Bericht sind, der Bericht von Ihnen und Herrn Kollegen Bolz für das Ministerium, wo die Vorschläge drinnen werden, gibt es ja, glaube ich, auch nicht hoffentlich. Ich glaube, der ist schon online gestellt. Ist der online? Auch den Brief, den wir an den Minister geschickt haben. Okay, ja. Dankeschön. Ist kein Geheimnis. Ja. Hier nochmal in der dritten Reihe. Eine kleine Frage. Wenn man Ihnen zuhört, dann kann man den Eindruck haben, dass die Regierung einfach nur lahm ist und vielleicht nicht den entsprechenden Horizont hat, zu langsam, zu wenig entschlossen handelt. Ich glaube, die Situation ist schlimmer. Als Sie, Herr Dr. Reuss, bei der OMV waren, haben Sie damals gesagt, wir brauchen eine Ein-Drittel-Strategie. Ja. Wir brauchen arabischer Raum, wir brauchen Rumänien, damals wurde die Petrom integriert. Wir haben Russland dann auf ein Drittel. Man hat sie damals demontiert bei der OMV mit Hilfe von Herrn Wolf, haben einen Herrn Seele hereingebracht, von, über den uns die, das deutsche Bundesnachrichten, der deutsche Bundesnachrichtendienst gewarnt hat. Dieses Warnschreiben wurde im BVD schubladisiert. Es wurde proaktiv weggeschaut, damit wir in diese Abhängigkeit von Russland gehen. Meine Frage ist, sind wir ein Opfer der russischen Mafia? Wo fließen diese Gelder, auf welche Nummernkonten und wer bezieht sie alle? Ich kann mir das anders nicht erklären. Also nachdem ich keinen Personenschutz habe, möchte ich das Wort Mafia nicht in den Mund nehmen. Aber was generell das Thema betrifft, es ist richtig, dass Österreich natürlich von Russland sehr stark unterwandert ist. Das ist aber auch kein Geheimnis, dass hier die Gazprom auch extrem gutes Lobbying betrieben hat. Überlegen Sie sich, ein Finanzminister kriegt an dem Tag, wo er abtritt, wieder einen Berater der Gazprom und vorher bestellt er den Generaldirektor der OMV. Ich könnte Ihnen mehrere Beispiele erzählen, aber das ist in anderen westeuropäischen Ländern schon schwer verdaulich. Aber es sind Fakten, ich möchte die Fakten jetzt nicht da kommentieren. Ich persönlich, mir geht es sehr gut, ich bin happy. Aber für Österreich ist das, glaube ich, schon sehr, sehr dramatisch. Und ich meine, wir zahlen einen hohen Preis, dass man, ich bin grundsätzlich der Meinung, die beste Form ist die Integration auch wirtschaftlich mit Russland. Man muss zu einem Zeitpunkt draufkommen, dass es nicht geht. Und ich finde es auch naiv, wenn man sagt, ich mache mich zu 80% abhängig von einem Lieferanten einer leitungsgebundenen Industrie. Also überlegen Sie, der Strom kommt von einem Lieferanten 80% und das Gas so, das geht, kann es nicht mit dem Flieger transportieren, mit dem Zug. Also das ist fahrlässig. Das hat man sehenden Auges gemacht, das haben alle gewusst. Und das ist auch meine Kritik. Ich wollte da anschließen, es ist auch etwas, diese Abhängigkeit von russischem Gas ist nicht vom Himmel gefallen, wie Sie ganz richtig sagen, das ist sehr bewusst gesteuert worden. Und da hat es aus meiner Sicht eine Clique aus willfährigen Politikern gegeben, die tatsächlich nachher sehr gut im Salär waren, halt in, über irgendwelche Aufsichtsratspositionen, bis hin natürlich auch sehr vielen Unternehmern, die damals halt sozusagen sich hier auch sehr russlandfreundlich verhalten haben. Sie haben den Herrn Wolf genannt, und das ist auch kein großes Geheimnis, dass hier natürlich das ganz genau geplant war, dass ganz genau gezielt diese Abhängigkeit verursacht worden ist, und dass jetzt natürlich sich alle hinstellen und sagen, oje, haben wir ja nicht gewusst. Und ich bin jetzt persönlich, und das
soll man vielleicht gar nicht in der Offenheit sagen, aber nicht immer ein Fan von U-Ausschüssen, weil ich sie manchmal wirklich sehr schwierig und sehr verletzend und auch nicht sehr zielführend finde. Aber tatsächlich haben wir NEOS schon vor mehr als einem Jahr einen U-Ausschuss zu dem Thema Russland gefordert, weil ich glaube, dass es auch politisch aufgearbeitet gehört und hier einfach sehr viel mehr Transparenz auch in das System kommen muss, damit man zumindest aus den Fehlern der Vergangenheit lernt und in der Zukunft so etwas nicht mehr passieren kann in diesem Land. Darf ich kurz einhaken? Das ist auch wichtig. Wie viele russische Ex-Minister oder was auch immer Top-Politiker eigentlich in unseren westlichen Konzernen im Vorstand sind? Wie viel? Und jetzt denken wir, wie viele österreichische ehemalige, nicht nur österreichische, deutsche, französische, ehemalige Minister, Außenminister, Verteidigungsminister, ehemalige Bundeskanzler in russischen, weiß Gott was in welchen chinesischen und arabischen Vorständen sitzen. Es muss ein Gesetz geben, das eigentlich verbietet, dass ehemalige Minister, also Persönlichkeiten von hoher politischer Relevanz eigentlich in diesen Vorständen sitzen. Weil oder das ist eigentlich eine Cool-Off-Phase, zumindest eine Cool-Off-Phase, nicht mal das haben wir in Österreich. Ja. Und das ist auch eine Antwort auf, also wir selber haben zugelassen als offene Gesellschaften, nicht nur in Österreich, aber Österreich ist einfach ein Paradebeispiel. Wir werden überall hier in der EU-Familie verspottet deswegen. Das muss auch verarbeitet werden, weil wir auch eine Selbstwahrnehmung haben, die nicht mit der Wahrnehmung der anderen von uns übereinstimmt. Und wir werden diesbezüglich verspottet, aber gleichzeitig muss man auch sagen, das ist alles selbst verschuldet. Wir sind offene Gesellschaften und wir haben das über Jahrzehnte zugelassen. Und nicht nur Politik. Industrie hat mitgespielt. Wirtschaft hat mitgespielt, Lobbygruppen, gesellschaftliche Gruppen. Wir haben Projekte, Energieprojekte eigentlich abgeschafft und unterminiert aufgrund dieser Abhängigkeit. Nabucco ist zum Beispiel so unter anderem unterminiert worden und so weiter und so fort. Also Diversifizierungsversuche hat es immer gegeben. Und hier möchte ich auch einen wichtigen Punkt sagen. Wir hören jetzt sehr oft in unseren öffentlichen Debatten aus dem letzten Jahr, die bösen Amerikaner haben jetzt eigentlich einen Konkurrenten weggeschafft. Mit allen, also ich möchte nur ein paar Fakten darstellen, weil das enorm wichtig ist. Fakten, evidenzbasierte Expertise, das ist das, was wir alle brauchen. Mit allen Bemühungen werden die Amerikaner in diesem Jahr wahrscheinlich ungefähr 60 BCM nach Europa verschiffen können. 60. Unser Gesamtbedarf in Europa aus Russland beläuft sich circa auf 170 bis 190 BCM. Jetzt sind wir alle hier Erwachsene, die schon so weit rechnen können, dass wir eigentlich einsehen, dass das gar keine Abhängigkeit ist. Also die Amerikaner haben nicht die Kapazitäten. Und hier muss man auch noch was sagen. Wir haben, weil wir uns das leisten konnten, anderen asiatischen Ländern das Flüssiggas abgekauft und diese asiatischen Länder in die Krisenhaftigkeit getrieben. Yes. In die Krisenhaftigkeit getrieben, weil sie dann eigentlich nicht mehr kurzfristig imstande waren, an Flüssiggas zu kommen. Ja, auch das gehört zu der Realität und zu der Verarbeitung. Deshalb sage ich auch, wir sind so ein bisschen die Insel der sicherheitspolitischen Realitätsverweigerer. Ja, also wir schauen uns die Dinge immer nur eindimensional an und die Fakten sind ein bisschen mehrdimensional eigentlich dargestellt. Aber das ist auch wichtig zu wissen, warum? Weil wir von der Politik, von vielen in den TV-Sendungen das mitbekommen. Ja? Also es müssen die Amerikaner gewesen sein, die die Nord Stream Pipelines in die Luft gesprengt haben. Nur sagt niemand mehr, dass kein Gas eigentlich durch die Nord Stream Pipelines schon vor der Explosion geflossen ist, ja, und fast kein Gas eigentlich. Ich glaube, dieser Aspekt, insbesondere auch für die geopolitische, und in Österreich ist das ja oftmals eine sehr ambivalente Beziehung zu den beiden wichtigsten geopolitischen Akteuren, dass das etwas ist, was
sich in Österreich ganz anders anfühlt derzeit als in vielen anderen Ländern. Du warst jetzt vor kurzem ja auch wieder in Polen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich war zuletzt auch auf europäischer Ebene mit unseren europäischen Stiftungen auf liberaler Seite sozusagen unterwegs. Und da ist die österreichische Debatte wirklich etwas stark aus der Zeit gefallen, was das betrifft. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht eine kurze, wenn man so möchte, eine kurze Zusammenfassung von unserer Frage in den Raum stellen, nämlich wie kommen wir weg von der Gazprom? Ich habe jetzt eigentlich zwei Antworten hier identifiziert, entweder mit einem Unfall oder mit einer Strategie. Unfall dann, wenn wir uns nicht gut vorbereiten und es so ist, dass wir davon abhängig sind, dass wer andere Entscheidungen für uns trifft und mit Strategie, dass wir es selber vorbereiten. Ich hoffe, das ist in aller Kürze eine halbwegs adäquate Zusammenfassung dieser sehr angeregten Diskussion, die wir jetzt auch nochmal vertiefen werden. Vielen Dank meinen Panelists für die Debatte und für die Frage, wie wir von der Gazprom kommen. Vielen Dank. Danke. Ich danke auch nochmal für die Fragen. Einige stehen auch weiterhin dafür heute natürlich zur Verfügung. Wir haben hinten bereits, sehen Sie, Brötchen und auch Getränke. Wir können hier ein bisschen vertiefen, auch wenn das Palais Epstein furchtbare Schließzeiten hat. Also das eignet sich definitiv nicht als Diskotheken- oder Club-Location am Abend. Aber wir können sicher noch ein bisschen vertiefen, bevor wir dann alle rechtzeitig nach Hause gehen, um Herrn Reuss in der ZIP-Zeit zu sehen.